Hier eine Frage aus dem Chat von Onkel Freeloot. Kennt Georg die Geschichte vom schwarz-weißen Ritter? Nee, schwarz-weißer Ritter. Das ist jetzt natürlich blöd. Wenn ich jetzt als Gegenfrage habe, wie geht die, funktioniert das Konzept unserer Sendung nicht mehr. Jetzt müssen wir bestenfalls eine Folge warten, bis Onkel Freeloot sagen wird, wie die Geschichte vom schwarzen Ritter geht. Oder es ist sowas wie mein Witz mit dem Papst der Dreifachsteckdose und dem Pferd, das in der Bar sitzen und es gibt überhaupt keine Geschichte und er will nur, dass ich nachfrage, wie die Geschichte mit dem schwarzen Ritter geht. Verstehst du, was ich meine? Du hast überhaupt nicht zugehört, ne? Doch. Wie geht die Geschichte, Onkel Freeloot? Bist du zufällig gerade da? Da ist Onkel Freeloot. Ach, war die gerade live gestellt? Eine Frage von Glashase 2015 aus dem Chat. Wie fand Jochen den großen Ederoni? Wer ist der große Ederoni? Etienne. Übrigens ja mein Nachbar, direkter Nachbar. Auf dem Flur sehe ich ihn immer. Ab und zu lädt er mich auch mal zu sich nach Hause ein. Und ich finde ihn scheiße. Du findest Etienne scheiße? Als Nachbar? Nein, als Ederoni war er nicht gut. Wie man ein guter Zauberer sein kann, das habe ich ihm dann bewiesen. Ich habe nämlich einen Kartentrick gemacht. Hieß der nicht Erodini? Edorini? Irgendwie, also irgendwas Erodini. Mit Ini. Edorini. Was habe ich gesagt? Ederoni. Das habe ich nicht gesagt. Doch. Macaroni. Habe ich Ederoni gesagt? Ja, du hast Ederoni gesagt. Dann hat das hier jemand falsch geschrieben. Oder du hast es falsch gelesen, wie bei Papa und Papst. Ederoni. Hallo? Wie steht denn das? Also das steht doch hier, oder? Ederoni. Und jetzt bitte entschuldige dich bei mir. Warum? Thomas, du auch. Ich habe nur, du hast gefragt, ob du Ederoni gesagt hast und ich habe gesagt, ja, du hast Ederoni gesagt. Also auf alle Fälle war ich bei ihm zu Hause. Eigentlich heißt er Eddie Fantastic. Also er kann auf alle Fälle keine Kartentricks. Ich dagegen kann sehr gute Kartentricks. Und ich habe ihm einen Kartentrick gezeigt. Zieh mal eine Karte. Und dann hat er eine Karte gezogen, hat sie in den Stapel gelegt und ich habe mich nicht rausgefunden. Und er kam nicht auf den Trick 2 Stunden lang und ist fast verzweifelt. Ich kann ihn anrufen. Soll ich ihn mal anrufen? Willst du nicht den Kartentrick vorführen? Ich verstehe den Trick nicht. Ich suche mir eine Karte raus, stecke die zurück in den Stapel und du findest die raus? Oder ja, wie? Ja. Und jetzt überleg mal, wie das gehen könnte. Also ich verkehrt rum reingesteckt? Nein, ich muss den vormachen. Sekunde, soll ich ihn anrufen? Tu dir keinen Zwang an. Der arbeitet doch jetzt, oder? Vielleicht. Ist das eigentlich noch Pre-Show? Sind wir noch vor 15 Uhr? Sind wir schon live eigentlich? Mhm. Mhm. Wie? Also, wir wissen noch, dass wir live sind. Was ist eigentlich, also der Sinn dieser Sendung ist doch jetzt nicht hier dumm rumlabern, sondern Fragen zu beantworten. Du hast Geschichten von Ede. Ja, weil dir die Frage im Chat kam. Edorini und deinen Kartentricks erzählt. Also schreibt ihm gerne mal eine Mail und fragt, ob er den Kartentrick jetzt kennt. Hast du ihm den Trick denn ich dann ruf ihn verraten? Jetzt an. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe gesagt, weil du ein guter Zauberer bist, ne? Erstmal das, richtig. Und ich habe gesagt, er muss mich anbetteln. Was denn? Höflich anbetteln. Höflich anbetteln. Ich rufe ihn mal eben an und frag mal, ob er den Trick schon raus hat. Du hast das mit dem Schaf hinbekommen, dass das nicht mehr einen durchsichtigen grünen Streifen hat, Thomas. Seht ihr das bei euch auf dem Monitor? Ja. Ja, das ist doch schön. Also ich meine hier auf dem Monitor. Nee, da nicht, glaube ich. Hallo Eddie. Streamt ihr gerade bei Rocket Beans? Diese Frage. Ach, du bist in Frankfurt. Was machst du denn da? Schlechten Fußball gucken. Ach, deine Oma wird 90. Ich habe jetzt befürchtet, er sagt, meine Oma ist gestorben. Weil wir streamen nämlich gerade. Und ich habe Georg nämlich von dem Kartentrick erzählt. Darf ich dich aber auch laut stellen? Sekunde mal. Eddie, warte. So, Georg hat mir nicht geglaubt, dass ich ein guter Zauberer bin. Das habe ich nicht gesagt, ja. Aber... Ja? Ich habe es auch nicht geglaubt. Ist er ein... Also ich wollte gerade fragen, ist er ein guter Zauberer und du glaubst nein, ne? Naja, also ich sage mir so, ich halte ihn immer noch für einen schlechten Zauberer, aber er hat einen guten Trick. Er hat so einen komischen Trick halt. Ich weiß auch nicht, wie er es gemacht hat. Das ist, der ärgert mich damit. Lass ihn dir doch mal zeigen und dann du weißt bestimmt, wie das geht. Hat er bei dir betrunken an der Tür geklingelt und gesagt, ich kann dir einen Trick vorführen? Und du hast gesagt, geh weg, Jochen. Ungefähr, er hat ihn mir schon aufgetragen, ja. Und dann hat er ihn 10-mal
Aber 10-mal hat er geklappt, Eddie. Nein. Er hat ein paar Mal geklappt. 8-mal hat er geklappt. 8-mal hat er geklappt und 3-mal lagst du beim ersten Versuch falsch. Von 10-mal, 8-mal geklappt und 3-mal lag ich falsch. Aha. Also ein Zaubertrick, der manchmal klappt. Genau. Die beste Voraussetzung für einen super Zauberer. Etienne, jetzt mal ganz ehrlich, du hast mich doch angebettelt, ich soll dir den scheiß Trick erklären. Ja, aber nachdem du gesagt hast, Bettel, ja. Das war deine Original-Nachricht an mich, Bettel, habe ich mir überlegt, warum soll ich jetzt noch nett sein? Ich bin ganz bei Georg bei der Sache. Du hast ihn betteln lassen und ihm dann den Trick nicht erklärt? Was bist du für ein blödes Arschloch? Ich habe ja gesagt, er kann hier herkommen, dann erkläre ich ihn ihm. Du kannst ja hier hinkommen, dann erkläre ich ihn dir. Der ist super einfach. Etienne ist in Frankfurt. Ich bin nicht da, aber halt mal den Georg, wenn du dich traust. Der Georg ist schlauer als ich, der checkt das sofort. Ja, Jochen hat jetzt wieder keine Karten dabei, der Große. Wir haben leider keine Karten dabei. Jochen. Ach so, ein Pech. Sag mal, bist du in Frankfurt nicht nur wegen des Geburtstags, spielt auch die Eintracht heute? Ich spiele morgen. Morgen? Ich spiele ja morgen in München. Ach so, in München, okay, da bist du nicht dabei. Aber okay. Frag ihn nochmal nach seinem Namen. Ich soll dir noch, was, warte mal, Thomas. Dein Zauberername. Dein Zauberername, wie heißt der richtig? Meiner? Ja. Ja, es gibt verschiedene, aber... Nimm mal ein paar deiner Zauberernamen. Edorno, Edorino, Edorino. Edorino, alles klar. Okay. Eddie. Edorino. Vielen Dank, wir wollen dich gar nicht länger stören. Ja, dann lass ich doch. Bestell deiner Oma schöne Grüße von uns. Mach ich. Und wann bist du denn wieder da, Schatz? Am Montag. Super, sehen wir uns, ne? Tschö. Die sind immer so laut, wenn die Kinder ins Bett bringen. Furchtbar. Diese Nachbarn, ne? Schlimm ist das. So, Edorino. Hallo? Jochen, Georg ist eingeschlafen. Georg ist eingeschlafen. Ich habe eine Frage. Ja. Hallo. Von Mr. Jebro 801. Ja. Frage. Ist das Hemd von Jochen in Eure Fragen, Unsere Antworten Teil 14? Teil 14. Das ist doch auch wieder schon ein Jahr her. Da war ich noch gar nicht da. Das sind immer wieder so Fragen von Fragen und Antworten, die den Leuten echt lange unter den Nägeln gebrannt haben müssen. Lies doch mal weiter. Ein normales Hemd oder ein Designerhemd, bei dem die Knopfleiste von Mitte oben nach linke Seite unten verläuft? Sekunde. Suchst du jetzt die Folge? Naja, wir haben uns doch zur Aufgabe gemacht. Mach mal dieses Google-Tube an, da kann man hier mit suchen, mit dem Fenster. Oben kannst du was eintippen. Ja, das habe ich und dann auf die Lupe drücken. Alter, das habe ich doch gerade gemacht. Mach mal. Was denn? Was soll ich denn eingeben? Ja, damit Fragen und Antworten. Der GB, die Außenseiter, Babys. Haben die alle unser Format abgekupfert? Bestimmt. Die Lochis, Vorstellungsgespräch. Barlow? Nee. Haben wir keine Playlist dafür? Fragen und Antworten, Supergames TV heißen wir ja, ne? Wieso nennt man sich eigentlich die Lochis, ganz ehrlich? So. Supergames TV. Ihr könnt gar nicht den Bildschirm sehen, ne? Thomas, haben wir technisch gar nicht so gemacht, dass wir das machen kann, ne? Sehen kann, ne? Ist auch doof eigentlich, oder? Ist auch doof, ja. Aber du kannst ja einfach gucken, ob es ein Designerhand ist und das beantworten. Ja, ist schon klar. Sekunde. Wo ist denn hier unsere Playlist? Der muss mal wieder aufgeräumt werden. Hallo, das ist alles exakt aufgeräumt. Geil, habt ihr schon Jochen spielt WoW gesehen, Folge 1? Großartig. Großartig. Dienstag wieder, können wir nur wärmstens empfehlen, ne? Fragen und Antworten, da. Okay. 60 Videos sind da drin. Haben wir jemals eine Frage richtig beantwortet? Viele. Okay, und dann Folge 14? Folge 14, Designerhemd. Geht mal alle jetzt in unseren Kanal. Schaut euch die Folge 14 nochmal an. Hast du das weiße Kabel dazu? Das weiße Kabel habe ich, ja. Ach Gott, jetzt müssen wir erstmal Werbung gucken. Immer diese Werbung. Das ist in meiner Tasche, Thomas. Wenn du meine Tasche bringst.
Wir sind ja noch nicht live, oder? Nee, wir sind noch nicht live. Danke. Hast du denn auch ein HDMI-Kabel? Was machst du denn jetzt? Damit man den Rechner sieht. Oh Gott. Das ist doch ein Service für die Zuschauer halt. Aber nicht stolpern, ne? Aua. Warte, das müsst ihr sehen. Thomas, Achtung. Jetzt müsstest du eigentlich Bild haben von mir. Die Auflösung, ja, ich hab Bild. Du hast Bild? Also, warte. Das ist ein geiles Hemd, ne? Moment. Ist das auf 4? Nein. Warte kurz, ich muss es mir erst noch eine Taste legen. Wie weiß denn das geht? Ach, Thomas wieder. Weißt du, wir sind gut prepared. Ja, genau. Weil ich das aber eben nicht geholt habe. Wir sind gut prepared. Wie findest du denn das Hemd? Super. Oh. Man sieht aber. Ich habe Flecken gemacht. Tim. Was? Oh. Tut mir leid. Sekunde, unterhalte doch mal die Leute. Nicht wie schlagen. Ach, jetzt sollen wir deine Fehler ausbügeln, indem wir die Leute unterhalten, weil du Zeit brauchst, um da die Technik einzugruben. Naja, ihr könnt die Leute machen einfach so. Da ist das Bild. Alter Schwede, das passt. Ich komme da ein bisschen dick rüber, ne? Das liegt an dem Hemd. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Schwangerschaftsponcho, muss ich mal sagen. So, wie war die Frage jetzt noch? Ob das ein Designerhemd ist. Wieso? Weil die Knopfleiste schräg verläuft. Das sieht doch nur so aus. Meinst du, das ist eine optische Täuschung? Na, warte mal, ich spule mal ein bisschen vor. Wenn ich mich bewege, dann wird es doch ganz deutlich. Hier, zack, das ist doch von... Auch da ist es schräg. Also, das Hemd ist nicht schräg. Es sieht nur so aus. Wir gucken auch sehr begeistert, muss ich sagen. Aber das gilt doch eigentlich immer, wenn man so Standbilder macht von irgendeinem laufenden Ding. Vor allem, wenn man gerade dabei ist, zu blinzeln. Da, schon wieder links. Das Hemd ist kaputt, kann man das sagen? Du sitzt aber auch so lassiv, schön die Flaute rausgestreckt. Das ist doch ein schönes Bild. Ja. So, also nee, ist kein, also ist ein schönes, ich weiß gar nicht, von wem das ist, das Hemd. Doch, deins, hoffe ich. Das ist von Kos, COS, glaube ich, ist das Hemd. Ja, da habe ich es mal gekauft. Nächste Frage. Da können wir wieder eine abhaken, ne? Heute läuft's aber.